Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug und deshalb wird es heute auch schon Zeit für meinen Langzeittest des Apple iPhone 14 Pro und 14 Pro Max. Ich habe die beiden jetzt seit knapp 4 Monaten hier und auch wenn ich im Review im September ja an sich schon ziemlich angetan war, hatte ich ja die Hoffnungen, dass Apple mit Updates noch nachbessern könnte. Neue Funktionen für die Dynamic Island, mehr Optionen für das Always-On-Display, natürlich eine bessere Akkulaufzeit oder Verbesserungen für die neue 48 MP Hauptkamera. Heute wollen wir mal schauen, ob all diese Hoffnungen oder zumindest ein paar erfüllt wurden. Natürlich werde ich euch aber auch erzählen, wie es mit Gebrauchsspuren aussieht und so weiter. Und am Ende klären wir dann die Frage, ob ich die beiden auch nach 4 Monaten noch weiterempfehlen würde. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Wie immer bei diesem Format hier wird es auch heute etwas weniger Detailaufnahmen oder Fokus auf die Specs geben als bei meinen klassischen Reviews. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich einfach meinen ausführlichen Test aus dem September. Das hier heute wird halt einfach eher eine Art Erfahrungsbericht. Okay, dann starten wir doch außen, starten wir mit dem Design, denn da hat sich ja wirklich im Vergleich zu den Vorgängern kaum etwas getan. Das 14 Pro ist und bleibt eins der wenigen wirklich handlichen Flaggschiff-Smartphones, dafür liebe ich es. Das 14 Pro Max hingegen ist und bleibt eins der größten und schwersten Smartphones auf dem Markt. Der Kamerabump auf der Rückseite wurde ja damals im September wirklich ziemlich heftig diskutiert. Der ist ja noch mal größer als bei den Vorgängern. Ich muss jetzt sagen, dass mich das persönlich im Alltag nicht wirklich gestört hat. Ich finde sogar, dass die Geräte auf einem Tisch liegend weniger wackeln als etwa die Vorgänger. Ich habe hier auch noch kaum Kratzer. Allerdings fällt halt auf, dass die beiden aktuellen Pro-iPhones im Bereich um die Kameras noch mal staubanfälliger sind als die Vorgänger. Das war auch einer der Hauptgründe, wieso ich privat dann zur silbernen Farbe gegriffen habe, da sieht man das einfach deutlich weniger. Aber ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie die Funktionalität einschränkt, also die Bildqualität meine ich damit natürlich. Es sieht halt einfach nicht schön aus, wenn es draußen sonnig ist, die Sonne gerade drauf knallt, dann sieht man das halt extrem. Aber bei Google zum Beispiel ist das noch extremer und Samsung hat beim Galaxy S22 Ultra beispielsweise das gleiche Problem. Okay, dann machen wir doch direkt mit den Gebrauchsspuren weiter. Ich habe dafür die beiden Geräte natürlich wieder ohne Case und ohne Displayschutz benutzt, zumindest größtenteils. Und ihr kennt ja meine Theorie, vor allem was das Glas hier auf der Vorderseite angeht, da gibt es halt einfach ziemliche Fertigungsschwankungen. Und das bei allen Herstellern. Man kann Glück haben und kann ein Display ohne Kratzer bekommen. Man kann aber auch Pech haben, das iPhone auspacken und schon direkt die ersten Mikrokratzer drauf haben. Dieses Jahr hatte ich allerdings Glück. Das Max hat auf der Vorderseite kaum Kratzer. Das kleinere 14 Pro nur einen etwas größeren, den man allerdings auch nur bei viel Licht sieht. Alles in allem kann man da nach 4 Monaten nicht meckern, vor allem nicht beim Pro. Das habe ich natürlich auch intensiver genutzt als das Pro Max, weil wie gesagt, das hier ist ja auch mein Daily Driver. Ich werde trotzdem jetzt hier direkt nach diesem Video auf dem Pro einen Displayschutz installieren. Panzerglas, ich habe ja schon mehrmals erwähnt von wem, einfach weil das mittlerweile so gelungen ist, dass man hier im Prinzip nicht mal mehr fühlt, dass man ein Panzerglas drauf hat und im Extremfall ist man halt trotzdem gut geschützt. Insofern würde ich das jedem von euch auch empfehlen, das einfach zu machen. Kostet nicht viel Geld und im Zweifelsfall, ja, muss man sich halt einfach nicht ärgern. Die Rückseite sieht eigentlich bei beiden noch fast aus wie neu. Das Dunkellila ist natürlich etwas anfälliger für Fingerabdrücke, aber es hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Diese fettabweisende Beschichtung hat Apple mittlerweile fast perfektioniert. Anders sieht das leider beim Edelstahlrahmen aus, vor allem natürlich hier beim silbernen Modell. Das ist auch eigentlich so das Einzige, was mich am silbernen Modell tatsächlich stört. Hier ist der Rahmen nicht irgendwie nochmal zusätzlich eingefärbt und dadurch natürlich geschützt. Dementsprechend sieht man hier quasi ständig Fingerabdrücke und auch schon einige oberflächliche Kratzerchen. Könnte man natürlich wegpolieren. Im Alltag fällt das Gott sei Dank auch nicht so genau auf. Es sei denn, man schaut halt wirklich genau hin. Die Sonne knallt drauf etc. Aber wen das stört, dem würde ich definitiv eher zu einer der anderen Farben raten. Ihr seht ja jetzt auch beim Lila, da sieht das bei weitem nicht so schlimm aus, denn da habt ihr so eine zusätzliche Schicht nochmal drüber und man sieht halt dadurch einfach Fingerabdrücke, aber vor allem auch Kratzer deutlich schwächer. So hat halt jede Farbe ihre Vor- und Nachteile. Dieses Dunkellila finde ich tatsächlich nach wie vor auch sehr, sehr gelungen. Was ich auch noch immer sehr gelungen finde, sind die Lautsprecher. Habe ich ja, glaube ich, im Review schon genug gelobt, vor allem auch nochmal bei Max. Und ich bleibe dabei, für mich klingen die auch nochmal etwas besser als bei den Vorgängern. Kommen wir zu den Displays, wobei es hier auch nicht wirklich was Neues zu erzählen gibt. Ich bleibe dabei, für mich sind das aktuell die beiden besten Smartphone-Displays auf dem Markt. Sie sind unglaublich gut kalibriert, ausreichend scharf und in Extremsituationen nochmal sichtbar heller als alle anderen aktuellen Konkurrenten. Ich lache ja immer noch so ein bisschen über den einen oder anderen
anderen Kollegen, der das 14 Pro auch schon ein bisschen vor Release hatte und dann eben im September meinte, ja, man sieht da keinen Helligkeitsunterschied im Vergleich zu den Vorgängern. Den sieht man in Extremsituationen doch ziemlich deutlich. Gerade wenn da die Sonne direkt drauf knallt, sind die beiden halt aktuell mit Abstand die hellsten. Nur für kurze Zeit, aber sie sind natürlich die hellsten. Ich denke, das wird sich dann in den nächsten Tagen, wenn das Galaxy S23 Ultra kommt, ändern. Aber aktuell ist das auf jeden Fall Stand der Dinge und da gibt es wirklich nichts zu kritisieren. So, dann machen wir doch direkt mit der Dynamic Island weiter. Ich meinte ja damals in meinem Review im September, dass Apple das durchaus gut umgesetzt hat, es für mich aber im Alltag aktuell noch kaum einen Mehrwert liefern würde. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so viel hat sich an dieser Einschätzung nicht geändert. Mit iOS 16.1 sind ja Live-Activities dazugekommen. Ich kann mir jetzt theoretisch zum Beispiel Sportergebnisse in der Dynamic Island anzeigen lassen und dann später auch auf dem Lockscreen. Das ist super cool und sehr praktisch. Würde ich auch jeden Tag nutzen, aber die Sport-Apps, die ich so gerne mag, die haben das einfach noch nicht integriert. Es gibt mittlerweile ein, zwei Apps, habt ihr jetzt eben gesehen, da ist es cool gemacht, aber bei den meisten halt leider noch nicht. Ich vermisse das ehrlich gesagt auch bei den Taxi-Apps zum Beispiel. Da könnte ich mir das auch cool vorstellen, ist aber halt aktuell noch nicht geschehen so. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Ansonsten nutze ich die Dynamic Island halt in Maps oder in Spotify und die Animationen beim Entsperren, beim Koppeln der AirPods etc., die finde ich auch immer noch echt cool. Aber wenn man bedenkt, dass die Geräte halt jetzt mittlerweile schon 4 Monate auf dem Markt sind, finde ich irgendwie, dass sich da nicht viel getan hat. Also ja, da haben sich die Entwickler gefühlt jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch sehr aufwendig, das Ganze zu integrieren. Bei den Sport-Apps, bei den Taxi-Apps, das wird sicherlich noch kommen in nächster Zeit, aber das dürfte jetzt schon irgendwann mal kommen. Also gefühlt ging das früher bei Neuerungen, also wenn Apple mal das Seitenverhältnis geändert hat oder als die Notch dazu kam, da ging das irgendwie deutlich schneller. Aber ja, mal abwarten. Also aktuell bin ich einfach so der Meinung, ist und bleibt das eher eine Spielerei. Gamechanger ist es auf jeden Fall keiner. Mal schauen, was da in Zukunft noch dazukommen könnte. Aber ja, aktuell bin ich da ehrlich gesagt eher weniger optimistisch, dass da jetzt noch Game-Changing-Funktionen dazukommen würden. Ja, auch nichts getan hat sich bei der Performance, wobei, da muss man ja sagen, glücklicherweise. Die ist noch genauso gut wie am ersten Tag. Die beiden fliegen durch alltägliche Dinge. Alles läuft super schnell und flüssig und auch die Wärmeentwicklung ist absolut im Rahmen. Hier habe ich einfach nichts zu kritisieren und ich hoffe inständig, dass das noch sehr, sehr lange so bleiben wird. Dann machen wir mit den Kameras weiter. Was wurde da nicht zu Release für ein Tamtam gemacht? 48 Megapixel, der größte Kamerasprung bei den iPhones seit einer Ewigkeit oder aller Zeiten, hieß es glaube ich sogar. Aber im Endeffekt war es dann so, dass die letztendliche Bildqualität kaum merkbar besser war als bei den Vorgängern, also als beim iPhone 13 Pro und 13 Pro Max. Nun, die Kamera wurde in den letzten 4 Monaten schon etwas verbessert. Diese HDR-Probleme, die es am Anfang noch gab, die gehören nun größtenteils der Vergangenheit an und die Kamera ist insgesamt noch einfach etwas stabiler, die performt noch etwas stabiler. Und ey, die Aufnahmen sind wirklich der Wahnsinn, egal ob mit der Hauptkamera, der Weitwinkelkamera oder der dreifachen Telesumlinse. Selbst der softwarebasierte zweifache Zoom ist so gut, dass man meinen würde, hier wäre tatsächlich ein richtiges zusätzliches Objektiv verbaut. Mit Videos brauche ich, glaube ich, gar nicht erst anzufangen. Hier ist das iPhone nach wie vor in einer eigenen Liga. Das ist einfach beeindruckend gut. Und gerade da sieht man, dass Apple die Abstimmung der verschiedenen Objektive noch immer am besten hinbekommt. Auch bei Lowlight machen die beiden in fast jeder Situation tolle Aufnahmen und das noch schneller und realitätsgetreuer als die Vorgänger. Aber das war es dann halt auch schon. Im Prinzip muss man einfach feststellen, dass sich auch nach 4 Monaten der Mehrwert, also der wirklich spürbare Mehrwert im Vergleich zum iPhone 13 Pro und Pro Max bis auf ein paar Situationen wirklich in Grenzen hält. Und ich finde, gerade bei der Hauptkamera sollte da schon eigentlich noch mehr möglich sein in Sachen Bildschärfe, in Sachen Dynamikumfang. Ist jetzt aber nicht passiert. Kann natürlich sein, dass sich das in Zukunft mit Updates noch ändert. Würde ich aktuell aber nicht von ausgehen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das, was man bei den beiden halt hier einfach bekommt. Damit muss man leben. Und ey, das möchte ich jetzt nochmal betonen. Das ist Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Weil für mich ist das nach wie vor so mit das beste Kamera-Setup in einem Smartphone aktuell. Aber ich finde halt einfach, ey, die haben damals bei der Präsentation die Marketingglocke so, so hoch gehoben und am Ende, ja, ist dabei jetzt nicht so viel mehr Mehrwert rübergekommen, ist etwas schade, aber nichtsdestotrotz ist die Bildqualität natürlich sehr, sehr gut. Ja, dann machen wir doch mit der Akkulaufzeit weiter, weil da hat sich glücklicherweise doch einiges getan und ich sage es ja immer wieder, das ist so einer der Hauptgründe, wieso ich diese Langzeittests immer wieder mache, weil es halt einfach sehr interessant ist zu sehen, wie sich so ein Akku auch nach einigen Monaten schlägt. Wir lassen jetzt erstmal das Always-On-Display außen vor, weil das doch nochmal einiges verändert. Ich würde sogar
sogar sagen, das ändert alles. Ja, also wie gesagt, ohne Always-On-Display meinte ich ja damals in meinem Review im September, dass die beiden etwas kürzer durchhalten, also dass die Akkulaufzeit etwas schlechter ist als damals beim 13 Pro und 13 Pro Max, als die auf den Markt gekommen sind. Bei den beiden wiederum hat die Akkulaufzeit mit iOS 16, was ja im September kam, auch etwas nachgelassen. Generell bei allen iPhones, das haben ja auch viele von euch bestätigt. Nun mit iOS 16.1 und auch mit 16.2 wurde das bei mir auf jeden Fall etwas besser. Ich bin jetzt wieder so weit, dass ich mit dem 14 Pro meine 6,5 Stunden Display On Time schaffe. Damit komme ich problemlos durch einen Tag, auch wenn der mal 20 Stunden lang ist. Das natürlich alles mit aktivierten 120 Hertz, mit aktivierten Pro Motion. Beim Max hingegen schaffe ich problemlos um die 9 Stunden Display On Time. Damit komme ich problemlos auch durch 1,5 Tage oder 2 normale Tage. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Und dabei habe ich mit beiden dieses Jahr auch noch die vollen 100% Akkukapazität. Also das, was einem halt angezeigt wird, wenn man da in den Einstellungen nachschaut. Wie gesagt, das ist jetzt alles ohne Always-On-Display. Da gibt es aber auch eine gute Nachricht, denn seit iOS 16.2 gibt es endlich die Option, hier das Hintergrundbild nicht mehr anzeigen zu lassen. Nun hat man endlich ein klassisches Always-On-Display, wie man es von Android eigentlich kennt. Es gibt leider immer noch kaum Personalisierungs- oder Einstellmöglichkeiten, aber zumindest ist der Stromverbrauch dadurch jetzt deutlich runtergegangen. Ich bin hier jetzt bei ungefähr so 10% zusätzlicher Stromverbrauch pro Tag für dieses Always-On-Display und das finde ich absolut in Ordnung. Das ist es mir wert, weil es für mich durchaus einen Mehrwert liefert. Das ist auch bei den ganzen Android-Flaggschiffen ähnlich. Insofern absolut okay. Ich persönlich, ich bin ja auch ein großer Fan von diesem farbigen Always-On-Display, diesem Always-On-Display mit Hintergrundbild. Ich fand das optisch durchaus gelungen, wenn man es irgendwie nochmal schneller alles erkannt hat, aber das bringt halt irgendwie alles nichts, wenn das pro Tag 20-25% Akku kostet, zumindest meiner Meinung nach nicht. Was mich allerdings etwas stört, ist die Zuverlässigkeit des Always-On-Displays. Tagsüber funktioniert das sehr, sehr gut, also wenn etwas Licht um das Display herum ist, aber gerade abends, wenn ich das iPhone irgendwie auf den Tisch lege, in einem komplett dunklen Raum, dann rausgehe, irgendwann, keine Ahnung, eine halbe Stunde später wieder reinkomme, der Raum ist natürlich immer noch komplett dunkel, dann schaltet sich auch das Always-On-Display aus. Ich schätze, es kann da einfach nicht unterscheiden, ob es jetzt in einem dunklen Raum liegt oder in der Hosentasche. Ist ja prinzipiell auch ganz gut, weil wie gesagt, spart Energie, aber erfüllt halt dann eben nicht den Sinn und Zweck eines solchen Always-On-Displays, weil ich dann erstmal drauf tippen muss und das ist gerade abends etwas störend. Also da würde ich mir einfach die Option wünschen in den Einstellungen, dass ich auch aktivieren kann, dass es eben auch im Dunkeln einfach angezeigt wird. Also wenn es meint, irgendwie in der Hosentasche drin zu sein. Ja, ist natürlich etwas blöd, aber das machen zum Beispiel die Android-Smartphones deutlich besser, weil da gibt es halt wirklich die Option, das Ganze dauerhaft anzeigen zu lassen. Aber davon abgesehen, gefällt mir das Always-On-Display wirklich gut. Für mich ist das, wie gesagt, im Alltag definitiv ein großer Mehrwert. Es hat jetzt ewig gedauert, bis Apple das Ganze endlich gebracht hat. Es ist immer noch nicht perfekt umgesetzt, aber es ist jetzt immerhin endlich da und wie gesagt, für mich eine gute Sache. Und das war es im Prinzip auch schon. Recht viel mehr gibt es zum iPhone 14 Pro und Pro Max nicht zu sagen. Recht viel mehr hat sich auch nicht getan. Die Dynamic Island hat ein paar neue Funktionen bekommen. Die Akkulaufzeit wurde etwas besser, das Always-On-Display ebenfalls. Und die Kamera läuft jetzt mehr oder weniger komplett stabil. Aber weltbewegend ist das alles natürlich nicht. Bei der Dynamic Island beispielsweise gehe ich sogar so weit zu sagen, dass aktuell es mir lieber gewesen wäre, sie hätten einfach diese beiden Punch-Holes zu einem insgesamt etwas kleineren Punch-Hole, also wäre da natürlich etwas größer als die andere. Ihr wisst, was ich meine. Einfach ein etwas kleineres Punch-Hole, dafür mehr Displayfläche, würde dann zum Beispiel auch bei Videos etwas besser aussehen und einfach insgesamt etwas moderner, etwas futuristischer. Kann sich jetzt noch ändern, aber aktuell, ja, wäre mir das persönlich lieber gewesen. Aber alles, was natürlich schon im September gut war, ist auch hier nach wie vor gut. Die beiden sind super hochwertig und das Design bis auf den Rahmen auch ziemlich alltagstauglich. Display, Performance, Lautsprecher, Kamera, Premium-Features, das ist alles nach wie vor so mit das Beste, was man aktuell bekommen kann. USB-C kann man natürlich nicht mit einem Software-Update nachliefern und auch das langsame Fast-Charging, also eigentlich kann man da ja nicht von Fast-Charging sprechen, das nervt mich ehrlich gesagt auch Woche für Woche mehr, weil gerade wenn man dann die ganzen Android-Smartphones wieder im Vergleich nutzt, die teilweise in 19 Minuten vollgeladen sind, also gerade beim 14 Pro fände ich das schon auch ziemlich cool. Davon abgesehen bleibe ich aber dabei, dass die beiden aktuell so mit das beste Gesamtpaket überhaupt liefern. Sie haben halt kaum größere Schwächen und ich kann sie durchaus weiterempfehlen, aber das erkauft man sich halt eben auch durch diese extrem hohen Preise.
Viele hatten ja so die Hoffnung, dass die jetzt etwas sinken würden, weil Apple diesen großen Preissprung gemacht hat, dass die Preise vielleicht etwas schneller und ja, stärker sinken würden als bei den Vorgängern. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil die Geräte halt immer noch kaum verfügbar sind. Also selbst in den Apple Stores vor Ort sind sie größtenteils ausverkauft, zumindest in Deutschland. Im Apple Online Store gibt es immer noch Lieferzeiten von einigen Tagen bis Wochen. Händler haben die Geräte irgendwie kaum. Insofern wäre Apple natürlich auch blöd, oder die Händler wären blöd, wenn sie da bei den Preisen aktuell etwas nachgeben würden. Leider, leider sind ja auch die Preise für die Vorgänger, also das 13 Pro und das 13 Pro Max, in den letzten Wochen eher etwas angestiegen, also zumindest wenn man die Neupreise betrachtet. Das war zum Marktstart noch anders, da konnte man bei den Vorgängern durchaus das ein oder andere Schnäppchen schlagen, also als die beiden hier auf den Markt gekommen sind. Aber ich tippe drauf, dass die Restbestände da mittlerweile einfach größtenteils ausverkauft sind und insofern steigen auch da die Preise eher, als dass sie fallen. Ich sag's mal so, wenn ihr irgendwie das 13 Pro und Pro Max neu für 200, 250 oder noch besser 300 Euro weniger bekommen könnt als das 14 Pro und Pro Max, schlagt da auf jeden Fall zu, weil den Aufpreis werden mir die neuen dann nicht wert. Aber wenn wir dann nur so von 100, 150 Euro Preisunterschied sprechen, dann würde ich tatsächlich zu den neuen greifen. Dafür bekommt ihr ja auch einige neue Funktionen, Dynamic Island, helleres Display, Always On Display, die zumindest theoretisch bessere Kamera, vielleicht tut sich ja doch noch irgendwie was und hoffentlich ein Jahr länger Updates, dann kann man das schon rechtfertigen. Also, das iPhone 14 Pro und Pro Max, definitiv zwei tolle Geräte, die ich euch weiterempfehlen kann, die aber eben auch extrem teuer sind, was aber irgendwie niemanden so richtig zu stören scheint, weil es hat zwar damals zum Release sich jeder über die Preise aufgeregt, aber ihr seht ja jetzt, die Geräte sind kaum irgendwo verfügbar, sie sind überall ausverkauft. Was man so hört, sind die Verkaufszahlen der Pro-Modelle auch richtig, richtig gut. Insofern, wieso sollte Apple da was ändern? Beim 14 und 14 Plus sieht das anders aus. Die bekommt ihr überall hinterhergeschmissen, da sind die Preise auch schon etwas gesunken, aber hier haben sie halt da irgendwie keinen Grund, das zu ändern. Ja, insofern spricht der Markt auch da wieder mal eine ziemlich deutliche Sprache. Viele haben es ja schon prophezeit und jetzt ist es tatsächlich so gekommen. Mal schauen, ob sich das in den nächsten Monaten noch ändert. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, was ihr so zu meinen Einschätzungen sagt. Ich weiß, viele von euch haben sich ja auch das 14 Pro oder Pro Max gekauft. Seid ihr ähnlich zufrieden wie ich? Habt ihr da doch noch Kritikpunkte, über die ich nicht gesprochen habe? Könnt ihr vielleicht das eine oder andere, was ich gesagt habe, bestätigen? Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Auch diejenigen, die beim 13 Pro und Pro Max geblieben sind, ja, meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen, ob ihr das noch genauso seht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.